Der Elektronzustand hat einen Orts- und einen Spin-Anteil. Beide Anteile lassen sich aus dem Spektrum der Gitarrenseite ableiten. Wir betrachten die Grundschwingung und den ersten Oberton. Alle höheren Moden lassen sich ganz analog herleiten. Der Schlüssel liegt in der Geometrie des Raums, in dem der Zustand schwingt. Beginnen wir mit einem einfachen Kreis. Wenn wir den Anfangs- und Endpunkt miteinander identifizieren, ergibt sich dieser Schwingungszustand auf der Kreislinie. So eine Schwingung mit Knick kann aber nicht stabil sein. Dieser Zustand existiert nicht. Nun betrachten wir den ersten Oberton. Wickeln wir diesen Schwingungszustand auf einen Kreis, indem wir den Anfangs- und Endpunkt miteinander identifizieren, ergibt sich der uns bereits wohlbekannte Zustand mit einer Knotenlinie, also L gleich 1. In der Quantendimension befinden sich alle Schwingungszustände mindestens auf einer Kugeloberfläche in 4 Dimensionen. Einzelne Großkreise in 4 und mehr Dimensionen schließen nicht bereits nach 360 Grad, sondern erst nach 720 Grad. In der Quantendimension sehen also die Grund- und Oberschwingungen so aus. Alles verdoppelt sich. Beim Aufwickeln auf einen Kreis im dreidimensionalen Raum werden also alle Schwingungsmoden doppelt aufgewickelt. Was hat das für Konsequenzen? Für die Grundschwingung ergibt sich durch das doppelte Aufwickeln folgender Schwingungszustand mit einem Knotenpunkt. Der Knick verschwindet. Dieser Zustand kann also tatsächlich existieren. Für den Zustand L gleich 1 macht das doppelte Aufwickeln gar keinen Unterschied. Hier ist es egal, ob wir den Zustand als Projektion aus 4 oder einfach direkt in 3 Dimensionen interpretieren. Die doppelt aufgewickelte Grundmode hat einen Knotenpunkt und entspricht dem Spin-Zustand. Der erste Oberton hat wie gewohnt eine Knotenlinie und entspricht dem Zustand L gleich 1. Wir betrachten den Spin-Zustand mit einem Knotenpunkt nun genauer. Die Antipode des Knotenpunktes ist der Ort maximaler Amplitude. Auf der Blochkugel entspricht dies genau der Richtung, in die der Spin zeigt. Der Spin-Up-Zustand erscheint in dieser Projektion genau als Spiegelbild des Spin-Down-Zustands. Der Abstand zwischen den Zuständen ist gegeben durch H quer. Der Abstand zur Spiegelebene ist somit S gleich plus 1/2 bzw. S gleich minus 1/2 in Einheiten von H quer.